In Wohngebäuden werden Unterputzsteckdosen installiert. Ich möchte Ihnen in diesem Video vorführen, wie diese Installation erfolgt. Als Zuleitung für unsere Steckdose, für unsere Unterputzsteckdose, benötigen wir eine NYM-Leitung mit drei Leitungsadern und einem Querschnitt von 1,5 mm Quadrat. Die Leitung wird auch wie üblich unter Putz verlegt. Eine NYM-Leitung können wir auch unter Putz verlegen. Für diese Installation in diesem Video benötigen wir eigentlich keine Abzeigdose. Wir können unsere Zuleitung direkt zu der Steckdose verlegen. Dennoch möchte ich diese Dose hier setzen, eine Abzeigdose setzen, weil in der Praxis werden Unterputzdosen gesetzt über die Steckdosen und außerdem befinden sich unter den Dosen auch Schalter, Lichtschalter und weitere Steckdosen können wir in einem Raum von der Abzeigdose her, von der Unterputzabzeigdose heraus installieren. Deshalb möchte ich hier auch die Abzeigdose setzen und wir verdrahten zuerst mal die Abzeigdose. Wir müssen lediglich die Leitungsadern mit einem Ansteckklemme miteinander verbinden. Hier ist es einfach und zwar L1 den Außenleiter mit dem Außenleiter, der zur Steckdose geführt wird, dem Neutralleiter mit dem Neutralleiter, der zur Steckdose geführt wird und dem Schutzleiter, der von der Zuleitung vom Verteiler kommt, mit dem Schutzleiter, der zur Steckdose geführt wird. Wird jeweils mit einer Klemme angeklemmt. Dann haben wir drei Klemmen, drei Ansteckklemmen und wir wären dann fertig mit der Verdrahtung der Abzeigdose. In der Praxis ist es hilfreich, immer eine Dose zu setzen, denn es ist besser, vorausschauend zu installieren, als wenn man nachhinein nochmals Veränderungen vornimmt und dann die Dose nicht hat, nur die Zuleitung zur Steckdose, dann müssten wir extra noch eine Dose setzen. Für die Unterputzsteckdose gehen wir von der Abzeigdose runter mit NYM-Leitung 3 x 1,5 mm Quadrat. An der Steckdose können wir die Verdrahtung vornehmen mit den drei Leitungsadern. Und zwar der Schutzleiter wird immer in die Mitte angeschlossen und rechts und links davon können wir aussuchen, links den Neutralleiter, rechts den Außenleiter. Oder umgekehrt. Also wir können den Neutralleiter und Außenleiter tauschen, nur der Schutzleiter muss unbedingt an die mittlere Steckklemme angeklemmt werden, angesteckt werden. Thank you.
Musik.